Ja, und damit hallo und willkommen beim E3 Podcast. Ich sag mal, für uns war es jetzt ehrlich gesagt logisch, die ganze E3 mal in einem Podcast abzuhandeln, weil so viel kann man spoilern, so viel war da nicht, wo man drüber reden müsste. Keine wirklichen Überraschungen. Also ich habe es zumindest so gedacht, nach der ersten PK, so viel musst nicht drüber reden. Nach der zweiten, eigentlich könnte man die beiden schon mal in einen zusammenfassen. Nach der dritten, eigentlich passt das da auch. Lass uns einfach alle zusammenpacken. Ja. Also ich habe ja hier mal kurz Einwand. Ich habe mal hier so eine kleine Liste an Spielen zusammen. Ich habe mich mal vorbereitet, ganz professionell. Hab jetzt mal ein paar Seiten rausgesucht und habe auch mal so die Liste an Spielen, wo man sagt, ja, weil das waren, glaube ich, an die 77 Spiele oder so. Echt so viele? Und du sagst, das sind jetzt solche Spiele, wo man sagt, das sind AAA-Spiele bis 2A-Spiele. Sind das alle Spiele, die jetzt vorgestellt wurden, die du da hast, oder? Alle nicht. Also glaube ich, weiß nicht, ob ich eins vergessen habe, könnte es sein, aber... Okay, kannst du das mal verlinken oder ähnliches? Nein, das habe ich auf dem Word-Dokument gemacht, habe ich das selber gemacht. Ach so, okay. Kannst du die Datei mal schicken? Nein. Ansonsten mache ich nicht, weil ich sage jetzt mal so die Spiele und dann können wir mal kurz drüber reden. So ein paar Minuten. Ja, okay, ansonsten nenne ich nämlich nur die Sachen, die ich hier aufgeschrieben habe. Dann passt so. Das ja auch. Also okay. Gut. Angefangen haben wir mit EA als erstes, ne? Genau. So, was haben sie da jetzt groß angepriesen? Da haben sie Need for Speed und Star Wars. Need for Speed und Star Wars haben sie angepriesen. Und was sie auch wieder ganz groß gesagt haben, Madden hat jetzt auch einen Story-Modus. Das sind so die Sachen, die hängen geblieben sind. Und in FIFA kehrt der Story-Modus wieder zurück. Irgendwie Alex Hunt kehrt zurück. Oder The Return. Da habe ich gleich mal so eine kleine Zwischenfrage. Ja. Welche Präsentation war bei euch am besten? Sony. Von allen. Die PC, eindeutig. Die PC so. Gaming Show. Wir können ja so eine kleine Top-Liste machen. Okay. Wie ihr einschätzen würdet, was war die beste, was sind die darauf folgenden? Also die letzte für mich EA. Letzter Platz. Okay. Also für mich persönlich ist erster Platz Sony. Rein von den Spielen und der Präsentation, also von der Wertung der PKs an sich. Mhm. Sony, Ubisoft, Nintendo, Microsoft, EA, PC Gaming. Bethesda war gar nicht dabei. Ach, Bethesda, stimmt. Bethesda war Platz 4 hinter Nintendo. Ah, okay. Sorry, ist noch deine Liste? Meine Liste von unten nach oben oder? Ja, machen wir mal von unten nach oben. Okay. Ich glaube, als letztes käme bei mir. Nintendo kann ich, wie gesagt, nicht groß werten. Ich habe erst um halb reingeguckt und da kam schon der letzte Trailer. Also, es war ja relativ wenig. Daher ist Nintendo jetzt nicht mit dabei. EA ist hinten und Microsoft. Dann käme bei mir Bethesda tatsächlich. Dann käme Ubisoft. Dann käme Sony. Und dann kommt die PC Gaming Show. Okay. Die fand ich totaler Müll. Ich fand die super. Da waren so viele Spiele drin, die mich interessiert haben. Das waren, also spieletechnisch, präsentatorisch vielleicht nicht das Beste, aber spieletechnisch war das tatsächlich für mich die beste Show. Da haben sie abgeliefert. Okay. Naja. Ja. Schwanke immer noch zwischen 1 und 2. Erster Platz für mich war Ubisoft. Okay. Die haben halt, ich sag mal, ein paar nette Spielchen. Beyond Good and Evil 2 zum Beispiel, das war richtig nett. Aber das Schönste war halt dieses Mario und Rabbids Kingdom Battles.
ne, diese, der... Das fandst du noch schöner als Beyond Good? Nein, die Geschichte dahinter hat die war herzzerreißend. Okay, das war ja dieser, der Producer hier von Rabbids, glaube ich, der stand mal vor einem Hotel oder sowas und wollte eine Unterschrift haben vom wie hieß es, Neuerfinder Shigeru Miyamoto. Kojima. Ja, ja, genau. Genau. Und wollte da, hat er über 6 Stunden gewartet und wollte eine Unterschrift haben. Und jetzt haben sie sich halt zusammengetan und der hat sich halt, der Moto hat sich auf der Bühne halt bei dem bedankt. Und der hat sich halt nochmal bedankt und bla und so. Das war halt ganz cool gemacht. Und die Spiele an sich, ja, Ubisoft-like. Ich finde die Idee eigentlich auch ganz lustig, so ein XCOM Mario. Aber ich glaube, es passt mit der Welt eigentlich nicht so wirklich. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie das Problem mit, mir stehen dann die Figuren viel zu still. Also so ein Mario kenne ich eigentlich nur, der ist immer unterwegs, immer in Bewegung, springt hier und da. Und jetzt bei diesem XCOM-Mario-Zeugs, da sieht man ja die ganze Zeit nur den Mario, wie er auf einer Stelle stehen bleibt und in Deckung geht und was. Ich weiß nicht, das ist für mich irgendwie nicht so... Ich kann das nicht so wirklich als Mario identifizieren. Wollen wir jetzt trotzdem, statt ständig nur hin und her zu springen, wollen wir vielleicht wirklich mal die PKs nacheinander abhandeln? Ja, gut, okay. Dann, weil sonst verpassen wir halt wirklich mindestens eine oder zwei Sachen. Okay, so, dein letztes. Was soll ich sagen? Ubisoft, Nintendo, Sony, Bethesda, Microsoft EA. Ja. So. Und daher fangen wir mal mit unserer allerletzten Show an, EA. So, wir hatten ja schon gesagt, Need for Speed kam ein neues raus. Was war da nochmal die Besonderheit an dem Payback? Man hat 3 verschiedene Charaktere, die man spielen kann. Es ist, glaube ich, auch wieder so ein bisschen auf Offroad ausgelegt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wie immer, der Story-Modus in Need for Speed, warum auch immer. Oh ja, weil wir alle lieben ja den Story-Modus. Das ist ja das Wichtigste an Rennspielen, die Story. Mit den C-Schauspielern. Und halt Bert Tuning, ne, haben sie gesagt. Genau. Und das fand ich auch wieder gut. Tuning finde ich gut. Ich bin ja mal gespannt, ob sie diese Geschichte mit der Tageszeit, ob sie das genauso lassen wie in dem Need for Speed davor oder ob sie jetzt wirklich mal eine richtige Tageszeit mit einpacken. Ja, schauen wir mal. Weil bei dem davor war das ja immer so, du hattest immer an den exakten Punkten, ist dann Sonne aufgegangen und Sonne untergegangen und solche Sachen. Das heißt, du hast in der gesamten Welt immer nur das gleiche Wetter und die gleiche Tageszeit erlebt. Also eigentlich hat mich das bei den früheren Spielen gar nicht so gestört. Es war merkwürdig, aber gut. Hat man drüber weggesehen. Naja, ich fand das schon komisch. Also wenn du einen Open World machst, darf sowas eigentlich nicht sein. Wenn du normal Strecken machst, ist okay. Also ich sag mal, die ersten Need for Speeds, da hattest du keine Open World. Da bist du einfach die Strecken gefahren. Das war super. Aber jetzt... Naja, wenn du siehst, Need for Speed Underground 2, hattest du mehr oder weniger Open World, aber das ist auch die ganze Zeit nur in der Nacht gewesen. Most Wanted war auch mehr oder weniger Open World, war auch immer nur tagsüber. Also auch bei den früheren Titeln war das schon so, bei Open World, dass das irgendwie vom Wetter gleich blieb. Okay. Naja, egal. Was war nochmal der andere Titel? Star Wars. Star Wars, genau. Star Wars sah tatsächlich vom Trailer her sehr gut aus. Das war lecker. Es hat mich sehr an das originale Battlefront erinnert. Daher fand ich das sehr gut. Mal schauen, wie sie es jetzt weiterhin behandeln werden.
Aber ich glaube, sie haben ja jetzt, glaube ich, gesagt, die ganzen DLCs und so weiter, die kommen, werden jetzt alle kostenlos sein, ne? Das heißt, der Season Pass in Battlefront ist schon mal weg, das finde ich gut. Also, es werden DLCs kommen, die kostenlos sind, aber ich glaube nicht, dass es ausschließlich kostenlose gibt. Die werden wieder irgendwelche DLCs reinbringen, wo man für bezahlen muss, aber es wird halt auch welche geben, die kann man sich kostenlos runterladen. Ah, okay. Ich hatte es jetzt so verstanden, als wäre es von Anfang an so, dass keine Bezahlmods mehr kommen. Bezahl-DLCs mehr kommen. So. Ja, okay. Von EA hat mich danach nicht mehr wirklich was gecatcht. Muss ich sagen, gab es noch von euch irgendetwas, wo ihr euch gefreut habt bei EA? Ne, ich kann mich eigentlich nur an diese zwei Titel erinnern. Need for Speed und Star Wars. Das war's. An den Rest erinnere ich mich gar nicht. Ich glaube, die hatten noch Forza. Und die hatten halt so ihre Sportspiele noch dabei. Ja. Aber mehr kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass da irgendwas war. Ich glaube, die hatten noch dieses Spiel von den Machern von Tale of Two Sons. Das kann sein, dass die das noch haben. Ich weiß nicht mehr genau, ob die das waren oder ein anderer. Ich glaube, die waren das. Da hast du, also das kannst du nur im Koop spielen, das Spiel. Mhm. Und du spielst gleichzeitig zwei Personen im gleichen Gefängnis und musst versuchen, mit denen abzuhauen. Ja, genau. Das klang sehr nett, aber ich... Hat, glaube ich, sogar auch eine Online-Funktion, aber es muss eine haben. Aber es wird geraten, dass man das mit Couch-Koop spielt. Für die hundertprozentige Erfahrung. Also es hat definitiv einen Multiplayer, einen Online-Multiplayer noch. Mhm. Ich weiß aber nicht, wie der Wiederspielwert von dem sein soll. Und ich, wie gesagt, bei EA bin ich mal sehr vorsichtig, was neue Spiele angeht. Von daher weiß ich noch nicht, wie das mit dem Spiel sein wird. Ja, ich weiß nicht. Also Idee finde ich aber ganz gut. A Tale of Two Sons damals war jetzt auch nicht so ein Spiel, das keinen großen Wiederspielwert hatte, wenn man es einmal durch hat. Aber trotzdem denke ich, es lohnt sich, wenn man das mal durchgespielt hatte. Ja, wie gesagt, da mal gucken. Ich bin sehr vorsichtig, was EA-Titel angeht. Ja, ja, okay. Dann kam Microsoft, glaube ich. Ja, genau. Und sie haben ihre neue Konsole vorgestellt. Xbox One X. Richtig. Statt Scorpio heißt sie jetzt X. Xbox One X. Und ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist, solche Namen zu vergeben. Die gehören doch geschlagen. Ich muss dabei jetzt immer an Pokémon denken. Da gab es ja dieses große Stein-Pokémon, das der Rocco immer hatte, Onyx. Da muss ich jetzt immer dran denken. Xbox Onyx. Ich weiß nicht, das kann man, also es wird doch immer umständlicher, das auszusprechen. Aber naja, vielleicht ist das auch wieder irgendeine Marketingstrategie, die viel zu hoch für uns normale Menschen ist, dass wir die Genialität hinter diesem Namen nicht erfassen können. Ich glaube ja, die kommen seit Jahren ohne Marketingbereich aus. Vielleicht der Titel Xbox One X hat ja jetzt irgendwie 3X im Titel. Vielleicht will Microsoft irgendwann noch Pornos drehen und will uns da irgendwie ein bisschen was sagen. Haha, XXX. Versteht ihr? Nein? Okay. Ja, wurde weiter. Das ist eigentlich schon eingebrochen. Das war schon. Achso, ja! Ja, okay. Weiter! Lassen wir das so stehen. Ich glaube, wir haben selber schon überlegt, was hatte Microsoft jetzt für Sachen, die einem groß hängen geblieben sind. State of Decay war so eine Sache, worauf ich mich eigentlich gefreut hatte, wo du aber selber jetzt schon Dämpfer verpasst hast. Ich kann ja mal kurz den Ausschnitt vorlesen, wenn ich nochmal finden würde. Ja.
Also die Kampagne ist nicht komplett auf Koop ausgelegt. Stattdessen stellt man seine eigene Partie für einen anderen Spieler zur Verfügung oder man betritt die Welt eines anderen Spielers. Das alles funktioniert nach dem Drop-In-Drop-Out-Verfahren. Das heißt, ähnlich wie bei Far Cry 5 dienen Koop-Mitspieler eher als Unterstützer. Sie erledigen keine eigenen Quests und bauen auch keine eigene Basis auf. Tja. Also für mich persönlich war jetzt bei der Microsoft-Konferenz war das Interessanteste halt die neue Konsole, die Xbox One X. Was für ein Preisverhältnis die sich vorstellen, das waren jetzt $500 für die neue Konsole, die aber dafür sehr gute Leistung hat von der Hardware her. Also und ja. Und sie unterstützt auch noch mehrere alte Spiele, indem sie die noch ein bisschen weiter hochpoliert, damit das grafisch noch schöner aussieht. Das ist dann, glaube ich, dieser Xbox One X Modus oder so. Irgendwie ja, so hatten die das, glaube ich, genannt. Und Abwärtskompatibilität ist auch für 30 Spiele angekündigt. Also die Konsole für den Preis ist okay für die Hardware, die da drin steckt. Mhm. Aber wie gesagt, ne, wenn die Spiele halt nicht... Die Spiele müssen... Microsoft hatte halt nur, wenn ich mich richtig erinnere, nur Forza Motorsport 7. Aus der eigenen Reihe. Ja. Und der Rest war halt von Publishern, von anderen, Ubisoft, bla bla bla. Und was mir total auf den Sack ging, wirklich permanent, ist bei jedem fucking Trailer steht unten links Exklusiv Launch Titel. Exklusiv. Ja, aber immer nur Exklusiv Launch. Das heißt, werden die anderen Konsolen das trotzdem kriegen. Rendering in 4K und HDR. Ich weiß gar nicht, was ihr euch da aufregt. Das ist doch gut, wenn es keine Exklusivtitel mehr gibt. Nein, ja, das aber meine ich ja nicht, aber in jedem Spiel dieses... Ich finde es ja auch gut, dass es das für mehrere Konsolen gibt, aber ich finde allein die Tatsache, dass die sagen, jaha, bei uns kriegt ihr das aber vorher, das finde ich schon irgendwie ein bisschen... Waschen wie lange ein Tag? Ja... Das ist dann quasi die Testphase. Die ersten paar Monate laufen die Spiele sowieso nicht rund. Ja, also die machen Werbung damit, dass man das bei denen früher kriegt. Aber bei den anderen Konsolen kriegt man das trotzdem irgendwann. Also es ist so gesehen, wenn das für die anderen Konsolen rauskommt, dann legitimiert das nicht mehr den Kauf einer Xbox. Ja. Nur halt, wenn du Sachen früh haben willst. Sofort haben willst, ja gut. Weil die haben halt... Wenn du ein fängiges Kind bist, das alles sofort haben muss. Richtig. Wo wir wieder halt bei den normalen Usern der Xbox One sind. Die haben keinen... Damals hat man es vor allem wegen der... wie soll ich das sagen? Also früher, damals. Damals, zu Zeiten der 360, hat man das oft auch gehabt, weil man da immer eine recht coole Community bei hatte. Nein. Da hat der Multiplayer oft mal was ausgemacht. Aber ich glaube, mittlerweile kann man das nicht mehr sagen. Ja. Von daher ist auch ein weiterer Grund wieder weg. Also du wolltest was sagen. Ich habe es wieder vergessen. Ach so, nee. Wir haben halt keinen Titel, was das rechtfertigt, eine Konsole für 450 € zu kaufen. Klar werden die alten Spiele, die es für die Xbox One gibt, besser dargestellt, sehen nur hübscher aus. Mhm. Aber es ist halt keine, wo du sagst, das ist wirklich ein Kaufgrund. Ja, wie bei, Beispiel, wie bei Sony, das hat man ja schon mal das Thema, ne, wie viel wirklich exklusiv nur für die PS4, wie viele Titel die haben. Mhm. Wenn ich mir da überlege, da kaufe ich mir eine Sony-Konsole und habe dafür, keine Ahnung, 4-5 exklusiv, was nur auf der PS4 läuft, anstatt einer Xbox, wo es nur Forza Motorsport gibt. Aber ich finde... Diese Relation... Am Anfang, als die Xbox One rauskam, da hat ja irgendwie... Die Konsole hat versucht, keine Konsole zu sein, sondern irgendwie so ein Home-Entertainment-System.
Ja. Wo man irgendwie alles mal Videos und TV. Weiß. Genau, so ein Zeugs. Und da finde ich gut, dass die jetzt wieder sagen, okay, wir sind eine Videospielkonsole, konzentrieren wir uns erstmal auf die Leistung, damit wir die Videospiele richtig gut rausbringen können, dass die ein bisschen aufpoliert werden können. Und dann konzentrieren wir uns jetzt erstmal einfach auf die Spiele, auf den Spielaspekt. Dass wir da ein bisschen Leistung reinpacken können. Microsoft hat halt das gut gemacht, was Sony letztes Jahr auch gut gemacht hat. Sich verbessert, oder? Nee, ein Trailer nach dem anderen rausgehauen. Bam, 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 bam. Es war jetzt nicht so wie beim letztes Jahr bei Sony, wo die Kinnlade immer weiter nach unten gefallen ist, weil ein Ding nach dem anderen kam. Das Dumme war ja, Xbox hat die falschen Spiele immer lang mit Trailern gezeigt. Ich habe ja schon gesagt, die Sachen, die mich wirklich interessiert hatten, das war in dem Zusammenschnitt, wo dann irgendwie mal so 20 Spiele oder so zusammengezeigt wurden. Da waren einige Sachen gut drin, die aber danach nie wieder angesprochen wurden. Und dann hast du den großen Scheiß, den keine Sau interessiert, die werden dann einfach minutenlang belabert. Ja. Also, war das bei Microsoft mit diesem Spiel mit Lucky's Tale? War das Microsoft mit diesem Fuchs? Ich glaube ja. Also von Microsoft kann ich mich dann an Lucky's Tale positiv erinnern, ja, an Metro und am Ende dann Anthem. Das hat Anthem, bei mir eigentlich einen besten der Hammer. Eindruck. Ja. Aber das kommt ja auch für andere Konsolen. Das sind so an Spielen die drei Titel, die mir im Kopf geblieben sind. Ja gut, Assassin's Creed es gab noch Crackdown 3, was noch dort gelaufen ist. State of Decay 2, wie gesagt, das mir noch im Kopf geblieben ist, aber auch nur, weil ich länger drauf gewartet habe. Ich glaube, da war noch irgendetwas, was okay war. Gauntlet hatten Minecraft. Sie, glaube ich, noch. Und die hatten noch... Ja, diese Sea of Thieves. Genau, Sea of Thieves. Das hier mit dem Co-op, ja, Multiplayer-Piraten. Ja. Und Minecraft natürlich, dieses super perfekt. In 4K. Ach ja, ja, Minecraft. Endlich. Wo wir vorher darüber gelästert haben. Aber haben die auch Minecraft? Toll. Ja, das war auf jeden Fall zusammengefasst die Microsoft-Konferenz. Was kam danach? Die PC Gaming Show oder Bethesda? Bethesda, ne? Bethesda. Ja, Bethesda muss ich ja sagen, als Bethesda-Fanboy muss sogar ich sagen, die haben recht wenig abgeliefert. Ich habe mit mehr gerechnet. Ich habe mit einigem mehr gerechnet. Ich habe gedacht, yo, die werden jetzt... allein schon dadurch, dass die vorher die noch angekündigt hatten, dass sie jetzt drei Großprojekte haben und mindestens zwei davon waren ja IPs. Ich weiß nicht, ob die dritte auch eine war. Eine neue IP. Davon hat man überhaupt nichts gesehen. Es gab kein neues Spiel, woran sie jetzt gerade groß arbeiten, sag ich mal. Mhm. Es gab Wolfenstein 2. Das war ja ganz gut. Es gab... The Evil Within. Natürlich, ja, okay, es gab auch The Evil Within 2. Das waren dann die zwei großen Titel in diesem Jahr. Und ansonsten haben sie halt noch jede Menge Kleinscheiß gehabt, wie Elder Scrolls Legends, das Kartenspiel, was aber meiner Meinung nach tatsächlich sogar mehr Spaß macht als Hearthstone und so. Kleinscheiß würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde es nicht als richtiges Spiel abstempeln. Sie haben jetzt zum Beispiel Fallout oder Skyrim VR gezeigt, was ich eigentlich ganz interessant fand, dass die sich ein bisschen mehr jetzt in VR reingekniet haben. Und eigentlich im Prinzip, dass man in diesem Fallout-Universum oder in Skyrim, dass man das dann alles mit VR machen kann, finde ich eigentlich ganz cool. Das Problem ist ja, von Skyrim VR... Hast du erst bei Sony etwas gehört, weil sie das in ihrer eigenen Bethesda-Pressekonferenz nie erwähnt haben? Ich glaube, die Leute wären eher ausgerastet, hätte man die Skyrim VR gezeigt. Das kam aber gar nicht in der PK vor. Kein Schwein wusste zu der Zeit, dass es ein Skyrim VR gibt. Also mir hat der Wolfenstein ganz gut gefallen.
Das war ganz nice. Mit der Elder Scrolls VR und Link in Skyrim. Das fand ich halt niedlich. Wie Zelda, und also hier Link in Skyrim rumgelatscht ist. Das fand ich auch geil. Doom war ja auch in VR, ne, haben sie auch gezeigt. Ja. Das fand ich jetzt aber, ich finde, also ein Doom ist ein schnelles Spiel und dann in VR. Naja, es sah doch ganz okay aus. Also das ist jetzt nur so, dass du ähnlich wie bei vielen anderen derzeitigen VR-Spielen halt nicht selber läufst, sondern immer anklickst, wo du als nächstes hinspawnst. Ich glaube, das nimmt dem Ganzen diesen, ich sag mal, Brechreiz, den du halt bei einem normalen, schnellen Doom hättest. Von daher finde ich das da vielleicht sogar eine vernünftige Lösung. Wobei ich ganz froh bin, dass sie es bei Sachen wie Fallout 4 wieder rausgenommen haben, dass du dich da wirklich normal bewegen kannst. Ja. Die Evil Within 2 natürlich, ne? Ohne diese schwarzen Balken. Das sah gut aus. Erste Teil war ja jetzt nicht so berauschend, sag ich mal, aber der zweite, der hat schon Interesse geweckt. Was mich richtig gefreut hat, war Dishonored 2, Tod des Outsiders. Genau. Standalone DLC für Dishonored 2. Und sie haben natürlich nochmal über Morrowind, also Elder Scrolls Online Morrowind, genau, einen neuen Trailer rausgebracht. Und da sah auch schon einiges ziemlich gut aus. Besonders fand ich Clockwork City fand ich sehr gut, was sie da gezeigt haben. Also ich fand von der Präsentation her, das war eine witzige Idee. Die hatten ja irgendwie so einen Cartoon-Trailer mit Bethesda Land, wo das wie so ein Freizeitpark gemacht ist und irgendwie ein Erzähler, der darüber redet. Aber da waren ja auch ein paar so Anspielungen, wie zum Beispiel mit den Mods, dass da irgendwer statt Drachen dann diese komischen Thomas die Lokomotive Modelle reingemacht hat, hatten die auch eine Anspielung dabei zum Beispiel. Aber ich fand das mühevoll gemacht, fand das auch irgendwie schön kreativ, aber ich habe da irgendwie keine Verbindung gesehen. Also so, bei so Titeln wie Evil Within oder Wolfenstein, da weiß ich jetzt nicht, wie sie irgendwie auf das Thema Bethesda Land, Freizeitpark kommen und dann irgendwie solche Titel raushauen. Und ich hätte mir wieder mehr gewünscht, so wie im letzten Jahr, dass die einfach mal so einen Todd Howard da rausschicken, der mit seinem Charisma überzeugt und nicht irgendwie Peter nur so... Mit was? Ich dachte, du hast gerade nach dem Namen von ihm gerungen. Nee, dass die einfach nur so ein kleines Video zeigen, wo dann kurz gezeigt wird, aber seit Jahren ist ja auch schon Wolfenstein in unserem Bethesda-Land angesiedelt. Und dann kommt halt dieser Wolfenstein-Trailer und dann geht's wieder weiter. Seit letztem Jahr gibt's ja auch noch Evil Within. Nächster Trailer. Das fand ich irgendwie sehr gezwungen. Und ich hätte lieber wieder so einen Typen gehabt, jetzt nicht Pete Hines. Pete Hines finde ich zwar auch gut, aber ich finde so ein Todd Howard, der hätte da nochmal richtig eine Menge rausholen können, so wie die letzten Jahre. Ich glaube, Todd Howard kommt halt nur für die großen PKs raus, wo man weiß, da kommt jetzt wieder eine Granate. Ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, die halten so ein bisschen, halten die alles zurück, damit die im nächsten Jahr vielleicht die ganz großen News raushauen können. Ja, hoffen wir. Die haben ja jetzt erstmal nur gezeigt, das kommt jetzt dieses Jahr noch raus. Eben, der große Vorteil ist ja, alle Sachen, die sie gezeigt haben, kommen ja dieses Jahr noch raus. Genau. Das heißt, die werden wahrscheinlich im nächsten Jahr nochmal einige von den großen Sachen zeigen können. Hoffe ich zumindest mal. Wobei ich finde, Es sah bei der PK am Ende wirklich ja so aus, als hätten sie nochmal den großen Knaller rausbringen wollen. Man kann sich die letzten Sekunden der PK ja mal nochmal angucken. Es sieht echt so aus, als hätte er den gleichen Move wie Todd Howard machen wollen, so der Pete Hines. Sich nochmal umdrehen und dann, oh, ich hab vergessen. Es kommt doch das und das Spiel raus. Weißt du, so der Mega-Burner, wo alle drauf gewartet hätten, so Elder Scrolls 6 oder ähnliches.
Aber er hat quasi nur diese Bewegungen gemacht, aber dann ist die PK trotzdem zu Ende gewesen ohne den großen Knall. Das fand ich etwas schade. Einfach eine Pose. Ja, wahrscheinlich. Das hat nochmal so ein bisschen extra enttäuscht, muss ich sagen, am Ende. Oh. Was ich halt noch an der PK noch sehr fragwürdig fand, war das neue Creation Club von Bethesda. Ja. Weil ich weiß echt nicht, damit umzugehen. Ich weiß nicht, inwieweit sie hier bezahlte Mods einführen wollen. Und inwieweit das wirklich nur an die Modder geht. Weil sie haben zwar gesagt, yo, es wird die bezahlten Mods nicht ersetzen oder ähnliches, ne? Also die Geschichte mit den bezahlten Mods von früher. Mhm. Und es hieß ja auch so in ihren Ankündigungen, sie wollen tatsächlich Modder quasi so ein bisschen dazu bringen, zusammen mit Bethesda zu arbeiten. Also der Bestfall wäre natürlich, sie gucken, welche der Mods bezahlen sich gut, welche davon sind gut gemacht und wen davon könnten wir in unserem Team später mal benutzen oder ähnliches. Das wäre natürlich der Bestfall. Der schlechteste Fall ist, ja, wir haben einen Weg gefunden, um ein bisschen Geld zu verdienen. Jetzt machen wir nur noch Bezahlmods und dann sieht es so aus wie damals mit den Paid-Mods bei Steam, wo du einfach den ganzen Crap bezahlen konntest. Wo du Kleidung und Waffen einfach dahin geladen hast und crappy Followers oder auch Sachen, die innerhalb von einer Minute hättest wirklich selber machen können. Tatsächlich eine Minute. So Sachen wie halt die Rideable Spider oder ähnliches. Die konntest du, da musst du nur einmal kurz das Creation Kit aufrufen, musst eine Spinne nehmen und dann einfach als Reittier eintragen. Das war's. Ja. Und dann kannst du dafür einen Euro oder so verlangen. Das finde ich schon sehr, sehr böse. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass genau das wieder daraus werden könnte. Und das finde ich sehr schade, weil das eigentlich ja schon so ziemlich die größte Modding-Community ist und auch die, ich sag mal, die engagierteste eigentlich. Und es wäre echt mies, die jetzt wieder dadurch so zu zersplittern. Wir haben damals durch die Paid-Mods ja schon einige Modder einbüßen müssen, die sich danach zurückgezogen haben. Ich glaube, wenn sich Creation Club genauso jetzt entwickeln wird, werden wir noch einige mehr verlieren und dafür jede Menge Schrottmods bekommen. Schrottmods. Das heißt, vielleicht wäre es sogar ganz gut, jetzt erstmal alle guten Mods runterzuladen, um dann im Notfall dafür nicht mehr bezahlen zu müssen. Na, besser ist. Naja, und was kam dann? Die PC Gaming Show? Dann kam die PC Gaming Show, richtig. Ja, da könnt ihr, glaube ich, mehr erzählen. Ich glaube, Bethesda hat sie gar nicht gesehen, oder? Nee, ich hab's nicht gesehen. Ach so. Ich bin auch eher auf Zufall noch draufgekommen, weil ich eigentlich dachte, die kommt am Tag danach, weil da stand am Dienstag, den, ich glaube, 13. oder 12. Hab dann aber gesehen, okay, die haben sich anscheinend nur mit dem Tag vertan, also mit Montag, das Datum war nämlich das heutige. Und deswegen habe ich einfach mal eingeschaltet und da lief sie tatsächlich schon innerhalb, weil ich paar Minuten davor, glaube ich, 8 Minuten oder so. Das heißt, okay, ich habe sie noch voll mitbekommen können. Und ich muss sagen, sie hat für mich am meisten abliefern können, was die Spiele angeht. Es fing natürlich an mit XCOM 2 War of the Chosen, was tatsächlich bei mir der Hype dieser E3 ist. Weil als großer XCOM-Fan hat das nochmal so richtig das Ganze aufgepeppt. Es gibt neue Fraktionen in XCOM 2, die auch gegeneinander kämpfen. Und das finde ich sehr gut. Also es gibt auch dann die Möglichkeit, dass du mit mehreren Fraktionen auf einer Karte landest und sich alle gegenseitig bekämpfen können dabei. Und das finde ich sehr super. Und es gibt halt jetzt, ich glaube, 3 neue Rebellentruppen, die gegen Aliens kämpfen, gegen die Alien-Besatzer, die man aber selber erst dazu bringen muss, einen selber zu unterstützen. Wahrscheinlich, indem man sie selber besiegt, um dann neue einzigartige Helden zu bekommen, quasi so Heldenklassen. Da gibt es also 3 neue Soldatentruppen.
die man machen kann. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie hießen. Das gleiche gibt es aber auch mit Alien-Feinden. Die haben quasi jetzt auch es gibt jetzt quasi auch Gegner, die immer wieder kommen können und die sich aber immer und immer verändern, wenn du auf die triffst. Also die entwickeln sich ebenfalls weiter, werden stärker, kriegen neue Fähigkeiten und alles. Das klingt alles sehr gut. Und es gibt sehr viele neue Alien-Feinde, wie jetzt zum Beispiel diese Zombie-Horde und so weiter, die halt gegen alle kämpft. Und das ist ja tatsächlich eine sehr coole Sache. Normalerweise, also ich spiele normalerweise oft, so dass ich meistens auf ein Ziel oder so mich immer beschränke. Ich versuche die Leute mal relativ, mich relativ weit rauszuziehen und dann einzelne Feinde erstmal auszuschalten, um die dann besser kontrollieren zu können. Das geht bei einer Zombie-Horde wahrscheinlich nicht. Die werden einen so richtig überrennen, ich werde mich total neu umstellen müssen, das wird super. Ideen von super. Jedenfalls, darauf freue ich mich und es kommt tatsächlich kurz nach meinem Geburtstag raus. Von daher wird es nicht mehr so lange zu warten gelten. So, als nächstes kam raus Ublitz. Ublitz ist eine Mischung aus Harvest Moon und Pokémon. Da dachte ich, das wäre vielleicht eigentlich was für Hide gewesen. Ja, das sah ein bisschen gruselig aus. Okay. Also ich hab's jetzt irgendwie so verstanden, du hast da deine Farm und so weiter und aus diesen Pflanzen können dann hinter diese Ublitz werden. So habe ich das verstanden. Und die kannst du wie Pokémon gegeneinander einsetzen. Ja, als nächstes kam dann noch Battletech raus. Das sah auch sehr interessant aus. Das war ein rundenbasierter Mech-Kampf. Also es war schon so ein bisschen XCOM-artig, aber dann halt mit Mechs. Du hast riesige Roboter, die gegeneinander kämpfen. Und sie können einem Shin ins Gesicht schlagen. Das können die auch. Nicht nur schießen, sondern auch schlagen. So, danach kam natürlich noch ein Spiel raus, auf das ich lange gewartet habe. Mount & Blade 2. Es hat sich nicht allzu viel verändert vom ersten Teil. Es ist schöner geworden, es hat neue Belagerungsoptionen und so weiter. Es hat sich auf jeden Fall verbessert. Ich bin sehr drauf gespannt, wie das wird. Dann kam Total War Warhammer 2 noch raus. Fand ich auch interessant, aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich mit der Warhammer-Welt wenig zu schaffen. Also so mit der reinen Warhammer-Fantasy-Welt habe ich wenig zu schaffen. Dann gab es noch Shadowverse, weil ich gerade nicht mehr genau weiß, was das nochmal war. Was war nochmal Shadowverse? Egal, scheint nicht so interessant gewesen zu sein für mich. Kam auf jeden Fall raus. So, Destiny 2 wurde noch angekündigt. Schien auch jeder irgendwie von gehypt zu sein. Ich bin immer noch sehr gespannt, ab welchem Entwicklungszeitraum die quasi da anfangen, weil Destiny 1 hat ja lange gebraucht, bis es ein gutes Spiel war. Mal schauen, wie es mit Destiny 2 aussehen wird. So, dann gab es einen Contest für Indie-Hersteller, das war der Level-Up-Contest. Da konnten dann Indie-Hersteller gegeneinander antreten, um ein gutes Spiel zu kriegen. Ich glaube, Preispool war 1 Million oder so. Also es war schon eine Menge. Dann kam raus Tunic oder Tunic, wie die Tunica. Und das war auch wieder ein Spiel mit einem Fuchs. Und man konnte, es war glaube ich so ein isometrisches Rollenspiel oder sowas, ne? Wo man so einen Fuchs mit Schwert und Schild gespielt hat. Ja, da muss ich ein bisschen an Zelda denken. Ja, es hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit so ein paar Sachen. Auch so vom Aussehen von, naja, mit der Tunika wahrscheinlich. So, das nächste hatte ich, wie schon geschrieben, durch Lag verpasst. Dann kam Killing Floor 2 raus. Killing Floor 2 Incursion und Killing Floor 2 Summer Show waren das beides. Ich glaube, zwei DLCs oder so. Die gab es, glaube ich, auch
kostenlos. Dann haben sie Forza gezeigt. Dann haben sie The Last Night von Raw Fury gezeigt. Das hatten wir auch schon gesehen bei Microsoft. Und dann war Grifflands. Lone Echo kam raus, Lawbreakers. Lawbreakers kannte man aber tatsächlich schon von letztem Jahr. Da wurde es nämlich auch schon groß gezeigt bei der PC Gaming Show. Dann kam Wargroove raus. Das habe ich auch nicht mehr groß im Kopf, was das war. Und dann natürlich Mittelerde, Schatten des Krieges wurde dort auch gezeigt. Für den 10. Oktober. Und da ist uns aufgefallen, wie viel denn dieser Ork redet, ne? Ja. Also, ich weiß nicht, also so ein dicker, muskulöser Ork, der sehr bewandert in der Sprache ist, das ist irgendwie... Dadurch ist er ja erstmal richtig rausgestochen. Ja, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, wann hört er endlich auf zu reden? Trau zu! Ja, ich bin jedenfalls mal gespannt, wie sie Schatten des Krieges jetzt verändern. Also, ja. Mittelerde. Es könnte sehr gut werden, sag ich mal. Es könnte aber auch ziemlich nach hinten losgehen. Wie gesagt, ich persönlich ärgere mich ja immer noch, dass man immer so OP-Charaktere da bekommt. Besonders, weil man relativ schnell die Leute einfach auf seine Seite ziehen kann. Hm. Aber mal gucken, ich glaube, da muss man sich wahrscheinlich selber einschränken, damit es interessant bleibt. Aber das Spielsystem finde ich damit immer noch ganz gut. Und was hatten die damals gesagt, als die vom Release gesprochen haben? Es soll irgendwie 12 spielbare Charaktere geben oder so? Beim Release haben sie gesagt, das kommt am 10. Oktober raus. Ja, das ist ja nicht die Frage. Jedenfalls irgendwie um die 12 spielbare Charaktere. Manche davon sollen per DLC erhaltbar sein. Und jeder hat irgendwie seine eigenen Fähigkeiten. Also sie haben ja von Anfang an gesagt, die werden 12 DLCs rausbringen. Von daher wird wahrscheinlich der Großteil davon über die DLCs laufen. Ja. Und wir wissen ja, die teuerste Version von diesem Spiel sind $300. Autsch. Und die, wo du nur alle DLCs und so weiter dabei hast, kostet dich immerhin nochmal $100 oder 150. Eins von beidem. Ja, dann... Von daher, ich glaube, ja. Need for Speed hat auch irgendwie so eine Deluxe Edition, die kostet bei der PlayStation auch um die 100 Euro. Hui. Naja. Also wie gesagt, ich glaube, was die DLCs angeht, kann man echt wieder warten, bis das Spiel etwas älter ist und dann kriegst du die sowieso genau. Wieder für ein paar Euro. Oder Season Pass. Kriegst ja, ich glaube, du kriegst ja Mittelerde kriegst ja Zeit ja auch immer für 10, 15 Euro. Von daher, ja. Wenn man das mit den DLCs zumindest so macht, passt es ja auch. Dann wurde angekündigt Age of Empires Remastered. Hololo. Und das war so das Erste. Ich habe nur dieses Hololo gehört und da habe ich schon gedacht, boah, ist das etwa ein neues Age of Empires? Und es war Nein, ein neues Empires. Es war ein altes Age of Empires. Aber es sieht gut aus. Und es ist ja, definitiv gut gemacht. Es wird definitiv das Weihnachtsgeschenk für unseren Opa. Ja, wenn es bis dahin draußen ist. Wenn es bis dahin draußen sein sollte, ja. Bis jetzt ist ja noch irgendwie Open Beta, oder nee, geschlossene Beta, glaube ich. Man kann sich da anmelden, aber es ist noch kein Release-Datum oder Preis gezeigt. Schaut mal. Okay. Das war, glaube ich, auch schon alles, was dort gezeigt wurde. Mensch, das waren ja tolle Titel. Da waren super Titel dabei. Mittelerde, Schatten des Krieges, Lawbreakers war ganz gut, XCOM 2, Mount & Blade 2, Killing Floor ist auch teilweise ganz gut, macht auf jeden Fall Spaß zusammen. Und Destiny 2 ist ja auch ein größerer Titel. Ja. Also was das angeht, haben sie bisher alles übertrumpft. So, aber danach kam... Sony, glaube ich. Sony schon? Mhm. Also es sind da nur noch Sony und Nintendo, oder? Genau. Okay, ja, dann kam Sony. Genau. Und Sony hat ja schon
ganz anders angefangen als alle anderen Pressekonferenzen. Die hatten da ja vorne irgendwie so indische, asiatische Leute sitzen, die da mit ihrer Sitar gespielt haben, die so ein bisschen ambiente Musik gespielt haben, wo man dachte, kommt jetzt vielleicht Assassin's Creed? Halt, Moment, wir haben was vergessen. Was? Ubisoft. Ach, Ubisoft, stimmt. Ja, dann vergiss es. Erstmal Ubisoft. Wie ging Ubisoft eigentlich los? Da kam ein Typ und sagte, hallo, willkommen zu Ubisoft. Wahrscheinlich ungefähr so. Hier habe ich meine Co-Moderatorin, die steht oben auf einer Kiste. Kam zumindest keiner mit dem Stock rein, da rumgeblickt hat, boah, na! Ubisoft ging, glaube ich, direkt los, indem der grauhaarige Mann reinkam und direkt am Anfang Miyamoto begrüßt hat. Für das große Spiel Super Mario gegen die Rabbids. XCOM Mario. XCOM Mario. Der hatte doch so eine Kanone in der Hand, ne? Ja. Mario, ja. Ja, Miyamoto kam mit dieser Kanone rein und er hatte dann für den anderen hat er auch noch eine Rabbit-Kanone. Keine Ahnung, ob die irgendwie Karotten verschießen soll oder so. Und da haben sie dann gegenseitig posiert, als würden die sich abschießen. Und zwei alte Männer haben Spaß. Das war irgendwie putzig. Und das war der Moment, wo ich dachte, also die Menge hat natürlich getobt, als Miyamoto reinkam. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, na, hat jetzt Ubisoft seinen Pulver verschossen? Haben die jetzt direkt mit dem Knaller angefangen? Aber nee, ging ja hinterher noch ganz gut weiter. Ja. Womit denn? Beyond Assassin's Creed. Assassin's Creed haben sie dann Beyond Good and Evil 2. Was ja, das kam ganz am Ende. Das war das Knaller am Ende. Far Cry 5 haben sie noch gezeigt. South Park, die beiden Spiele. Ja. Gab es eigentlich jetzt für das richtige Spiel einen Release-Termin? Also Fractured But Whole? Ich hatte gelesen Dezember 2017, aber ich weiß nicht, ob das bei der E3 angekündigt wurde. Ich hatte das nur schon vor der E3 habe ich das bei Amazon mal eingegeben und da stand Dezember 2017. Ach so, okay. Aber ich glaube, auf der E3 haben sie gesagt Oktober. Also auf jeden Fall noch dieses Jahr, immerhin. Ich bin mir relativ sicher, Oktober kommt es raus. Was mich ja ein wenig gewundert hat, ist, dass das Handyspiel, was sie halt jetzt für South Park da angekündigt haben, genauso aussah. Ja, eigentlich sieht das doch genauso aus wie das vorherige Spiel. Nur, dass man jetzt irgendwie ein paar Felder hat, wo man ein bisschen mehr Taktik mit, von wegen, du musst jetzt hierhin laufen. Aber sonst ist das doch wieder genau dasselbe. Ja, eine andere Story. Eben. Ja, ja. Es geht mir auch nicht darum, dass es halt immer das Gleiche ist, nur mit einer anderen Story. Das kann ja ganz gut funktionieren. Aber ich finde es schon komisch, dass du keinen Unterschied zwischen dem Handyspiel und dem richtigen Spiel erkennst. Na. Ich weiß es nicht. Ich bin immer noch skeptisch, ob jetzt zwei Jahre Entwicklungszeit, ob die berechtigt waren dafür, dass das sich jetzt vom Aussehen nicht so sehr unterscheidet. Naja, das ist doch jetzt wirklich von den Machern von South Park, oder? Ja. Wenn man bedenkt, dass sie jede Woche immer noch eine richtige Folge schreiben müssen, finde ich das trotzdem immer noch ganz gut. Ja, gut. Ja, was ich ja sehr merkwürdig fand, ist, dass jeder irgendwie von jedem irgendwo die Spiele abgenommen hat und die auf seiner PK gezeigt hat. Wie meinst du das? Ja, du hast halt Assassin's Creed hast du bei Microsoft gesehen. Das XCOM Mario hast du bei Ubisoft wieder gesehen. Das, sowas ja, gab's doch nicht. Ja, finde ich aber berechtigt. Forza hast du auch, glaube ich, noch das bei ist doch PC bei den Gaming vorigen, Show oder ähnliches bei gesehen. Bei den vorherigen PKs ist das doch auch nicht anders gewesen.
Also aber nicht so intensiv. Da hast du normalerweise die Sachen, wo du meinst, oh, die finde ich super, die sind wirklich gut, die hast du normalerweise auf der eigenen PK gezeigt als erstes. Und hast nicht den Vorreiter den anderen gegeben. Na, ich hab's da anders in Erinnerung. Also ich finde es jetzt eigentlich auch nicht so schlimm, weil ich meine, wenn jetzt zum Beispiel der Miyamoto kam jetzt zu Ubisoft als Gast und dafür kam bei Nintendo kam dann halt der andere von Ubisoft zu Nintendo als Gast. So eine Cross-Promo. Fand ich eigentlich nicht schlecht. Also ich weiß nicht, was du da für ein Problem hast. Ich finde das eigentlich ganz gut, wenn so ein Spiel halt auf mehreren Pressekonferenzen halt da ist, damit das wahrgenommen wird. Falls jetzt andere Leute, die sich denken, och, Nintendo interessiert mich eh nicht, die können dann ja trotzdem irgendein Spiel, was die vielleicht mögen, verpassen. Und dafür gucken die das dann bei den anderen Pressekonferenzen. Ich sehe, Mephisto und ich haben so etwa die gleiche Aussage. Na gut. Ja, ist eine vielsagende Aussage. Okay. Ja, es ist halt, man kann es halt mit ihm insaugen, mit dem anderen sehen. Ich meine, hier kann ich schon nachvollziehen, dass die Hersteller, zum Beispiel Ubisoft, ne, Assassin's Creed, wurde ja zuerst gezeigt bei Microsoft. Eben, das meine ich ja. Das frage ich. Ich würde da durch mir doch selber ins Fleisch schneiden. Ich würde den ersten Release immer auf der eigenen PK zeigen. Ja, eine kleine als Highlight, wie sie zum Anfang hier Assassin's Creed erste bewegte Bilder. Ja, toll, habe ich von Microsoft schon gesehen. Langweilig. Ja, langweilig. Ich hatte das jetzt so verstanden, dass das bei Microsoft, dass das dann halt so ein kleiner Teaser ist. Und bei Ubisoft selbst sind die halt mehr drauf eingegangen. Auch wenn es total scheiße war, dass die hier eine Kamera genommen haben und einen Bildschirm abgefilmt haben. Was total bescheuert war. Aber gut. Professionell. Aber sie haben es hinterher, als sie die halbe Stunde gespielt haben, haben sie es ja richtig gemacht. Ja. Von daher. Also die sind halt bei sich. Bei ihrer PK sind die mehr drauf eingegangen und auf den anderen PKs haben die halt immer so einen kleinen Teaser gezeigt. Die Sache ist nur, wie findet ihr das, dass die mittlerweile mehr in das Fantastische gehen bei Assassin's Creed? Also so Sachen wie die Riesenschlange und ähnliches. Als ich die Riesenschlange gesehen habe, da dachte ich mir, what the fuck? Das wird das jetzt ein God of War? Oder? Also es war ja schon vorher irgendwie abstrus, wie die auf Leonardo da Vinci gestoßen sind und was weiß ich, auf irgendwelche historische Figuren. Aber jetzt, wo diese Fantasiewesen und dieses komische, du kannst jetzt deinen Adler steuern, reingebracht haben. Das war der größte Mist. Das ist wie eine Drohne im alten Steinzeit. Du konntest damit alle Gegner hier markieren, wo die stehen. Sind sie mir weit hergezogen. Bin ich kein Fan von. Und vor allem der Pfeil, der war ja der Oberbrüller. Ja, der Pfeil war super. Okay, das war ein bisschen too much. No. Ja, wer will nicht zielsuchende Pfeile haben? Ja. Ich meine, wenn er gerade ausgeflogen wäre in so Zeitlupe, wäre ja geil, aber nicht, dass er die Treppen runterläuft. Was hatten sie dann noch gezeigt? Just Dance haben sie gezeigt. Das war, glaube ich, der Moment, wo ich mir was zu essen gemacht habe, weil ich habe nur drauf gewartet. Ah, Just Dance, okay, da mache ich mir jetzt was zu essen. Okay. Und dann kam es dann direkt schon zu Beyond Good and Evil oder kam da noch irgendwas? Da kam sicherlich noch was. Aber was? Far Cry 5 hatten wir, glaube ich, noch nicht angesprochen. Das kam auf jeden Fall noch. Aber Mephisto hat es angesprochen. Ja, da haben sie halt, ich meine, viel Neues haben sie nicht, bewegte Bilder, wie es halt so spielerisch da ist, ja. Das hat man eigentlich schon so großartig gesehen. Ja, sie haben halt jetzt ein bisschen gezeigt, du hast halt jetzt mehr KI-Gefährten, die du irgendwie befehligen kannst. Und die, glaube ich, auch mittlerweile von Mitspielern im Online-Multiplayer dann
kontrolliert werden können. So habe ich es zumindest verstanden. Du kannst die Sachen halt jetzt auch im Koop oder im Multiplayer oder sowas spielen. Okay. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ja. Aber mal gucken. Aber wie gesagt, ich finde, Assassin's Creed jetzt gerade hat mehr von Far Cry Primal übernommen. Aber naja. Okay, wie gesagt, Far Cry 5 klingt interessant, klingt aber auch wieder nicht logisch. Aber das macht bei Ubisoft ja normalerweise nichts. Ja. Von daher, ich glaube, danach kam auch schon... Ja, dann kam Just Dance und dann kam, glaube ich, Good and Evil, Beyond Good and Evil. Und das war, glaube ich, der Knaller der Ubisoft-Pressekonferenz. Dieser Titel hat das schon so ein bisschen für mich gerettet. Auch wenn ich den Vorgänger nicht kenne, aber... Allein, wie der Trailer gemacht wird, wie gut das einfach aussah und die Charaktere. Ich finde, der Trailer hatte irgendwie alles. Der hat das Ganze nochmal, die ganze PK gerettet. Ich muss sagen, ich fand den Dialekt des Affen fand ich sehr super. Das hat das irgendwie noch so ein bisschen getappt. Ich habe das zu der Zeit noch bei den Rocket Beats geschaut, als die PK... Fand ich sehr schön. Ilias hatte danach Tränen in den Augen. Oh. Also es scheinen tatsächlich Leute lange drauf gewartet zu haben. Und ich habe nicht mal den ersten Teil gespielt. Da sieht man wieder, man hat so viele Spiele eigentlich noch, die man eigentlich noch nachholen müsste. Mhm. Trotzdem wartet man immer so auf die neuen Sachen. Ja. Ja, okay. Was kam noch mal danach für eine PK? Sony, oder? Dann kam Sony, okay. Ja, da fing es an mit der Citar, aber da hattest du ja schon angefangen. Genau, die haben dann, ich glaube, Sand hatten die, haben die echten Sand drüber runterstreuen lassen, das oder war das irgendwie nur projiziert? Ich dachte eigentlich, es war Wasser. Ja, ich dachte, die hatten da irgendwie so Sand. Egal, jedenfalls haben die richtig klasse inszeniert und alles und man dachte, kommt jetzt wieder Assassin's Creed. Aber nee, es war Uncharted. Also direkt mit einem Bombentitel angefangen. Ja. Und Hammer. Aber die Masse war irgendwie, ich weiß nicht, ob die nicht so begeistert waren oder ob die überrascht waren, man weiß es nicht. Also jedenfalls hatte ich das Gefühl, die ging nicht so richtig mit, die Masse. Was ich ein bisschen schade finde. Ja, weil die auf ein Spiel gewartet haben. Nämlich Last of Us 2. Last of Us 2. Da waren sie halt alle scharf drauf. Ja, ne, die haben das halt... Also, die haben den hinterher gefragt, der Chef, Blau und ja. So. Und die wollten halt von den anderen Spielen jetzt nicht so den Fokus... Also, weil, wenn Last of Us 2 gekommen wäre, wäre der im Fokus gewesen. Und der Rest ist... Der Pressekonferenz wäre scheißegal gewesen. Egal, was sie hätten. Ja. Da hätte ich einfach auch den Todd Howard Move gemacht. Das ganz am Ende. Oh, und bevor ich es vergesse, wir haben noch dieses Spiel. Aber ich glaube, das hatten die schon letztes Jahr abgezogen, oder? Sony mit Last of Us 2. Also das. Ich hätte es vielleicht sogar noch anders gemacht. Ich hätte das vielleicht so auf die. So Spiel oder so in der Hand so gehabt und dann fällt ihm das so auf die Bühne und dann, oh, was haben wir denn hier? Last of Us 2, ab jetzt im Handel. Das hätte ich super gefunden. Ach, schlug der Handy. So, dann hatten sie eine ganze Weile, hatten sie erstmal die ganzen VR-Titel abgerattert, was jetzt nicht so spannend war. Unter anderem gab es da ein Final Fantasy Angelspiel, Final Fantasy 15 irgendwas. Hauptsache, du kannst da angeln. Und, genau, das war der Untertitel. Hauptsache, du kannst angeln. Hauptsache, angeln. Und dann kam natürlich wieder ein nächster Top-Titel, nämlich God of War. Oh. Wo dann hinterher die Weltenschlange gezeigt wurde. Mhm. Richtig episch. Und dann kam Detroit Become Human und Detroit Become Human hat von der GameSpot, so hieß das Magazin, glaube ich, hat den Titel, bester Titel der E3
verliehen bekommen. Mhm. Und dann kam noch Horizon, gab es, glaube ich, ein DLC. Genau. Und Days Gone, das war dieses Zombie-Spiel. Genau, ja. Und da hat man richtig gesehen, also es gibt anscheinend, ich weiß nicht, ob das jetzt extra für die E3 so inszeniert wurde, gibt es da so Passagen in der Welt, wo man da so einen Damm hat. Hinter diesem Damm sind jede Menge Zombies und man kann diesen Damm einreißen, damit die ganzen Zombies durch das Wasser durchkommen und alle Gegner umhauen oder einfach vorbeirennen. War jedenfalls sehr cool gemacht und inszeniert haben die das auf der Bühne natürlich wieder so in dem Moment, wo der Protagonist durch die ganzen Leichen durchläuft und Leichen hängen von Bäumen runter, haben die wirklich auf der Bühne so Artisten gehabt, die sich einfach wie so Leichen von der Decke hängen lassen haben an Seilen. Das war richtig cool. Also da fand ich wieder, die Inszenierung hat Sony am allerbesten hingekriegt von allen Pressekonferenzen. Ja, und ja. Gran Turismo Sport hatten sie ja noch, ne? Ja, ich fand aber jetzt erstmal Days Gone fand ich eigentlich sehr cool. Ich muss da aber sagen, da kommt es wirklich drauf an, wie später die Welt wirklich wird. Jetzt gerade haben sie ja so ein bisschen angeteasert, dass man immer mehrere Möglichkeiten hat, aus so einer Situation was zu machen, ne? Mhm. Man hätte ja jetzt genauso gut alle umschießen können. Alternativ kannst du die Zombies dahin schicken. Du hast dann die Sache mit den Pfeilen und so weiter, wie man davor die Leute ablenken konnte. Da hat man sie ja gar nicht töten müssen. Da musste man ja nur den Fokus dann auf den Kerl in der Falle lenken in dem Moment und konnte dann so weiterlaufen. Wenn man so etwas wirklich immer und immer wieder in dem Spiel machen kann und es nicht so ein paar feste Passagen innerhalb der Kampagne gibt, wo sowas möglich ist, dann finde ich das super. Also da mal gucken, es sah auf jeden Fall wieder sehr cool aus. Also ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, ob das nicht alles irgendwie Show für die E3 ist, jetzt dieses Szenario mit dem Damm, oder ob es wirklich mehrere Situationen gibt, wo man wirklich auf solche Tricks zurückgreifen kann. Naja, die werden schon eine schöne Szene dafür rausgenommen haben. Ich glaube nicht, das war irgendeine Random-Szene, die sie genommen haben. Ja, sicher. Aber ich meine, das ist dann sie implizieren ja damit zumindest schon mal, dass es immer mehrere Möglichkeiten gibt. Mhm. Und das sollen sie bitteschön dann auch einhalten. Ja, genau. Jo. Und dann haben sie Forza gezeigt, genau. Nee, wobei Forza war Microsoft. Genau, dann haben sie Gran Turismo gezeigt. Ja. Ja, ich hübsch aus. Und was sagen wir, Uncharted, ne, ist ja DLC, also Standalone DLC. Aha. Und halt bei Horizon Zero Dawn, ne, siehst du dann Horizon, ich komme gar nicht auf den Titel. Ich finde aber, dass sie so schnell nachgelegt haben, fand ich auch beeindruckend. Ja. Weil das Spiel ist ja nicht so lange draußen. Genau. Oder? Nö, war glaube ich Anfang 2017, oder? Ja, genau. Dass sie so schnell nachgelegt haben, na, Respekt. Hm. Und dann ganz am Ende kam Spider-Man. Punkt. Ja, es war ja nicht so der, ich sag mal, ich glaube immer noch, dass sich eigentlich darunter Batman versteckt hat, wenn man sich das so angesehen hat. Der hat sich viel abgeguckt beim Kampfstil. Aber ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen. Ich bin irgendwie kein Fan von diesem Arkham-Kampfsystem oder wie man dieses Batman-Kampfsystem nennt. Das bin Batman-Kampfsystem. Ach so, Batman. Bin ich kein Fan von. Alles ist dann, cool, wenn du Batman davor schreibst. Dann waren noch jede Menge Quicktime-Events bei Spider-Man. Ich meine, das waren richtig gut inszenierte Sachen. Wieder auf einmal dieser Kran runterfällt auf die Stadt und man diese Quicktime-Events machen muss, um den aufzuhalten, damit der nicht einfach auf die Straße drauf platscht und alles umhaut. Aber
ja, spielerisch wäre es, glaube ich, nichts für mich. Okay. Ich weiß nicht. Also, Superhelden-Spiele sind sowieso immer eine Sache für sich, weil sie wirklich sehr schwierig in der Hinsicht zu machen sind, weil entweder du verärgerst aufgrund der oft sehr platten Story die Leute, die die Comics gerne lesen. Mhm. Das heißt, du brauchst normalerweise eine gute Story. Oder du verärgerst meistens dann diejenigen, die Casual-Spieler. Die Casual-Spieler, genau. Die vielleicht ein cooles Gameplay haben wollen, wo alles explodiert und ähnliches. Was vielleicht nicht immer zur Story passen könnte. Mhm. Daher ist es normalerweise immer recht schwierig. Und ich glaube, bei Spider-Man ist es noch um einiges schwieriger, weil da sehr große Erwartungen dran hängen, weil es lange kein gutes Spider-Man mehr gab. Also du fällst, glaube ich, ziemlich schnell in die Schiene, wo es dann heißt, oh, schon wieder ein schlechtes Spider-Man-Spiel, als dem wirklich eine Chance zu geben. Ja. Ja, aber alles in allem fand ich die Sony-Konferenz von der Inszenierung und Präsentation und auch von den Spielen her am besten. War Bombe. Aber trotzdem Verbesserungsbedarf im nächsten Jahr. Alle haben. Definitiv hatte jeder Verbesserungsbedarf. Ja. Also, da muss ich sagen, nächstes Jahr müssen Knallertitel rauskommen. Was wir übrigens auch wieder vergessen haben, Detroit Becomes Human. Habe ich doch vorhin gesagt, die wurden doch sogar ausgezeichnet. Dann habe ich es nicht gehört. Ja, du hörst ja nie zu. Ja, ich achte nur auf Reizwörter und dann fange ich an, meine Geschichten dazu zu erzählen. Apropos Reiz, nee, aber Detroit Become Human warte ich ja eigentlich schon eine Weile drauf. Und ich bin echt gespannt, was David Cage jetzt wieder abliefert. Weil an sich finde ich die Settings, die er so nimmt, finde ich eigentlich immer ziemlich cool. Die Sache ist, ab etwa der Hälfte des Spiels wird er immer verrückt. Und dann wird es immer komisch. Und dann muss man sich drauf einlassen. Das war bei Fahrenheit so, das war bei Heavy Rain am Ende so. Aber wobei ich sagen muss, da war es cool, nur die Auflösung war halt scheiße am Ende. Und bei Beyond Two Souls war es eigentlich schon fast durchgängig so. Von daher. Und dann, um das Indigo-Kind zu retten, wird er zum Super Saiyajin und kämpft gegen den bösen maskierten Mann. Richtig. In der Luft. Und wirft irgendwelche Ziegel mit Telekinese wahrscheinlich macht das jetzt einen ganz großen Sprung und Detroit Become Human ist jetzt quasi das Prequel zu Fahrenheit, wie der orangene Clan entstanden ist. Das würde ich ihm zutrauen. Wow. So, jetzt kommt der orangene Clan, der nächste wird dann der lila Clan und dann schauen wir mal. Okay, ja. Und dann kam noch Nintendo. Dann kam als Nintendo letztes. Als nächstes. Und die haben eigentlich keine großen Worte verloren. Die ganze Pressekonferenz ging, glaube ich, 25 Minuten. Hm. Und die haben einen Trailer nach dem anderen rausgeballert. Am Anfang war natürlich wieder dieses Rabbids und Mario. Da war der Typ von Ubisoft diesmal da. Man hat, glaube ich, so ein Video von dem gesehen, wie der sich nochmal bedankt hat. Und was weiß ich alles. Dann kam Xenoblade 2, was auch für Rumore gesorgt hat, weil ich kenne mich jetzt mit dem Spiel selbst, kenne mich überhaupt nicht aus, aber anscheinend waren die Fans sehr verstört darüber, dass der Held sein Schwert aus den Brüsten seiner Freundin zog. Okay. Ich kenne mich mit den Titeln überhaupt nicht auf, deshalb dachte ich erstmal, ja gut, ist halt so Japano-Zeugs, das wird wohl normal sein bei der Reihe. Aber nee, ist es anscheinend nicht. Gut. Und dann ging es noch weiter mit einer Ankündigung, dass es ein Pokémon-RPG für die Switch geben soll. 2019. Metroid Prime 4 soll auch noch rauskommen.
Und ich weiß nicht, hatten die jetzt Skyrim angekündigt für die Switch? War da ja. auf der E3? Ich glaube, die hatten mal das kurz erwähnt gehabt, auch ganz kurz. Okay, nur ganz kurz. Dann hatten sie, glaube ich, noch Rocket League kurz gezeigt. Und natürlich das Super Mario Odyssey. Oh, das sah nice aus. Mit dieser liebevoll und cool und ach, geil. Mit dieser Mind-Control-Mütze, die Mario auf alle Lebewesen werfen kann und dann übernimmt er die. Und da habe ich jetzt gestern, glaube ich, habe ich noch mal in den Nintendo-Stream reingeguckt. Die haben ja nach der PK haben die ja auch noch so ein bisschen gestreamt. Und man kann wirklich Lebewesen mit dieser Mütze übernehmen und kriegt dann halt besondere Eigenschaften. Da war das jetzt irgendwie so, der Mario war da bei diesen komischen Osterinselfiguren, die so Sonnenbrillen haben. Da kann er einfach seine Mütze auf diese Osterinselfigur werfen, dann kann er mit der Sonnenbrille geheime Gänge sehen, die man ohne Sonnenbrille nicht sehen würde. Okay. Sehr, sehr tolles Feature. Aber ja, das hat aber Mario, das macht Mario halt aus, diese liebevolle und diese Ideen mit diesen Mützen. Und Ich finde das mit der Mütze, finde ich, innovativ und gut, aber ich weiß nicht, ob es das Spiel am Ende weil die ganzen Gefahren dann ja nicht mehr wirklich Gefahren sind, sondern ey, ich kann jetzt den Typen übernehmen. Punkt. Wir haben übrigens ein wichtiges Spiel bei Sony vergessen. Was denn? Monster Hunter. Monster Hunter, ja. Das ist, glaube ich, schon in Japan schon länger draußen, oder? Ja, ich glaube ja. Aber hier kommt es erst 2018 raus. Wie hieß es? Monster Hunter World? Monster Hunter World, ja. Genau. Jedenfalls, mit Mario kann man dann einen fucking T-Rex übernehmen. Wurde jedenfalls im Trailer so gezeigt. Und da denke ich mir, wovor sollst du dann in dem Spiel noch Angst haben? Was sollen da für Gefahren sein, wenn du einfach alles übernehmen kannst? Wenn dein Gegner auch seine Mütze hat. Er übernimmt dich. Richtig. So, ich habe hier sogar noch eine Liste gefunden mit allen Spielen, die auf der Messe neu vorgestellt werden, mit Zeitraum. Wir haben zuerst 2017 das Minecraft Crossplay und Grafik-Update. Weiter. Und Age of Empires, die Definitive Edition. So, jetzt im Juni kommt raus The Elder Scrolls Legends Heroes of Skyrim. Wow. Im August Life is Strange Before the Storm. Ja. Und 2K's XCOM 2 Erweiterung, War of the Chosen. Im September kommt dann, das ist super, im September kommt dann Dishonored 2, der Tod des Outsiders. Ja. Und Total War Warhammer 2. Ja. Dann kommt im Oktober Doom VFR und Fallout 4 VR. Ihr habt euch abgewechselt. Dann kommt außerdem noch Forza Motorsport 7. The Evil Within 2. Assassin's Creed Origins. Der Ägypten-Assassin's Creed. Und Wolfenstein 2 The New Colossus. Im Herbst kommt dann Halo 2 Wars. Halo 2 neuer Story-DLC. Awakening of the Nightmare. Und dann kommen wir schon zu 2018. Da kommt dann Metro Exodus, Tropico 6, The Last Night and The Artful Escape, Uri and the Will of the Wisps und Anfang 2018 A Way Out. Das ist dieses Prison-Spiel, wovon wir gesprochen haben, von EA, von den Brothers of Two Sons. Oder so. Dragon Ball Fighter Z kommt da, Deep Rock Galactic, Transference von Elijah Wood, Monster Hunter World kommt auch Anfang 2018, Space Junkies als dieses VR-Spiel, The Elder Scrolls Online, zwei weitere Erweiterungen. Herbst 2018 kommt dann Anthem. Mhm. Und Piratenspiel Skull and Bones.
von Ubisoft das. Ja, genau. Also quasi Assassin's Creed Multiplayer. So, dann könnt ihr jetzt ja mal sagen, was ist euer Hoffnungsträger der E3? Was ist euer liebstes Spiel, das da vorgestellt oder was wurde besonders gut? Uff. Ich weiß es. XCOM 2, War of the Chosen. Das ist noch nicht mal ein Spiel, das ist ein DLC. Das ist ein Add-on, das größte Add-on. Okay. Ansonsten kann ich sagen, Kingdom Come Deliverance. Dann vielleicht Mount & Blade 2. Das ist noch ein Hoffnungsträger. Und natürlich die Gilde 3, aber da wurde leider nichts zugesagt. Aber es kommt. Okay. Mephisto? Also am meisten hat mir eigentlich gefallen Beyond Good and Evil 2. Mhm. Super Mario mit. Mhm. Und das DLC, DLC halt zu Dishonored 2. Ja. Also bei mir persönlich waren gute Spiele bei, aber was mich nochmal überrascht hat, was ich nicht erwartet habe, war bei Microsoft Anthem. Das fand ich richtig gut. Das auch noch als letztes zu bringen, das war der Hammer. Es sah schön aus, aber storytechnisch hat man, glaube ich, nichts von erfahren. Nee. Ist doch egal. Ist doch egal. Ja, Hirn ausschalten und so, ne? Genau, Hirn ausschalten. Und im Grunde kann man zu der E3 sagen... Ich bin enttäuscht! Achso, ich dachte Hirn ausschalten. Hirn ausschalten. Aufhören! Oh. Ja, insgesamt war die E3 tatsächlich bisher die schwächste der Jahre, die ich bisher gesehen habe. Ja. Und das, obwohl sogar die Süddeutsche darüber berichtet hat. Nein! Ja. Wer hätte das gedacht? Eine konservative Zeitung wie die Süddeutsche. Naja, okay. Das war's auf jeden Fall von diesem Jahr der E3. Ich hoffe, nächstes Jahr wird wieder schöner, mit besseren Titeln und mehr coolen Bethesda-Titeln. Hoffe ich mal. Bitte. Man darf ja noch mal hoffen. aber das war's auf jeden Fall für dieses Jahr. Ich bin gespannt, ob es auf der Gamescom noch mal ein paar Überraschungen geben wird, die vielleicht da bewusst rausgehalten wurden. So Sachen wie Mafia 3 letztes Jahr. Aber schwierig. Viel mehr wird wahrscheinlich da nicht kommen. Also es wird vielleicht so ein paar kleinere Titel geben, von denen man da noch nichts gehört hat. Aber ich glaube, dieses Jahr wird halt recht mau. Ja. Aber wir haben ja noch einige Sachen, die wir noch nicht durchgespielt haben. Von daher passt das ja. So, das war's auf jeden Fall von diesem Podcast. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Ciao.